Hallöchen, Freunde, ich begrüße euch zurück zu einer neuen Aufnahme. Ich bin jetzt gerade dabei, uns von Batras heilen zu lassen. Kannst du mich heilen? Aber sehr verständlich kann er das. So, ja. Und dann wären wir ja auch schon mal wieder in einer neuen Aufnahme. Und ich habe mir schon so ein bisschen was überlegt, was wir heute machen werden. Oh, wir haben 2195 Gold. Das war mir jetzt nicht so bewusst, aber ist natürlich ziemlich nice. Ich muss mal gucken. Bosspa der Bogen. Na, wir brauchen noch so einige Pfeile. Denn dann könnten wir wirklich nochmal vielleicht in den Ostwald gehen, dort die letzten Kreaturen besiegen. Weil wenn wir genug Pfeile haben, dann dürfte das eigentlich auch gar kein Problem sein. Ja, rein theoretisch. Da bist du ja. Ja, das ist ja alles hier. Zeig mit. Fälle wollen wir ihm erstmal keine geben. Ich hatte es euch ja auch schon mal angesprochen gehabt, oder gesagt gehabt, dass wir dort ein paar Problemchen bekommen könnten. So. Zeig mit. Ah, okay. Das geht auch. Ah, okay, das reicht auch schon. So, wenn wir immer nur sagen, zeig mir deine Ware, kann er nicht einfach mal 500 Pfeile haben? Das wäre doch einfach mal viel cooler. Zeig mir. Und dann könnte man sich das... Das könnte man sich sparen, ja, so. Bei wo 465 sind wir jetzt? So, und zack, das reicht jetzt. Jetzt haben wir 516 Pfeile, wenn ich mich jetzt nicht verlesen habe. 515 Pfeile haben wir jetzt. Ja, das müsste reichen. Das müsste reichen. Ich hätte natürlich auch schlafen gehen können. Das wäre natürlich besser gewesen wahrscheinlich. Denn dann hätte man einen frischen Tag für dieses Unterfangen gehabt. Wie viele Lernpunkte haben wir noch übrig? Wir haben noch 7 Lernpunkte übrig. Okay, die würde ich jetzt trotzdem erstmal sparen, weil ich hätte ja gesagt gehabt, machen wir jetzt so, wie ich im ersten Teil es gemacht habe, ein Meister-Safe-Game, wo wir jetzt mal ein bisschen was an, ja, wie soll ich sagen, an Zeug zusammenfarmen. Halt, da fängt es jetzt schon wieder an, ja, jetzt habe ich schon wieder so einen Haufen Gedanken im Kopf, die ich durchleben wollen würde, ja. Was wir alles machen könnten. Er hat ja hier schon gesagt, dass wir zu Lord André gehen sollen, damit wir mal hier vielleicht noch die Aufnahme bei der Allianz, bei der Miliz, nicht bei der Allianz, sondern bei der Miliz, dass wir das mal auch erfahren. So. Jetzt bin ich gespannt. So, Lord André, was geht? Du hattest ja uns einmal schon die Strafbefreiung erlassen, ja, also beziehungsweise wir durften uns schon mal ja, ein bisschen befreien lassen von unserer Strafe, von unserer Sünde, dass wir Rengaru verprügelt hatten. So, ich will mich denn... Warum seid ihr Paladine in der Stadt? Die Ziele unserer Mission unterliegen der Geheimhaltung. Ich kann dir nur so viel sagen, dass keine Gefahr für die Bürger der Stadt besteht. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Das ist aber... jetzt mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen mehr. Ich will mich in den Dienst der Paladine stellen. Ein ehrenwertes Anliegen. Ich habe jedoch meine Befehle, nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufzunehmen. Mein Kommandant befürchtet, dass sich Spione oder Saboteure bei uns einschleichen könnten. Auf diese Weise will er das Risiko begrenzen. Du musst also zuerst Bürger der Stadt werden. Über den Sinn dieser Regel lässt sich sicherlich streiten, aber Befehl ist Befehl. Gibt es keinen schnelleren Weg, mich euch anzuschließen? Aha. Das ist dir wirklich ernst, ja, aber immer. Gut. Hör zu, ich habe ein Problem. Wenn du es für mich löst, werde ich dafür sorgen, dass du bei der Miliz aufgenommen wirst. Aber das Wichtigste ist, du darfst mit niemandem darüber reden. Warum nicht? Machen wir was das. Was erwartet mich bei der Miliz? Um das gleich klarzustellen. Soldat der Miliz zu sein, bedeutet weit mehr, als nur mit einer Uniform durch die Stadt zu spazieren. Das ist ein dreckiger und auch blutiger Job. Wenn du einmal dabei bist, wartet ein Haufen Arbeit auf dich. Aber es lohnt sich. Neben dem Sold bekommst du vielleicht irgendwann einmal die Chance, ein heiliger Streiter Innos zu werden. Ein Paladin sozusagen. Okay. Ich bin mal... Was ist dein Problem? In letzter Zeit häufen sich die Diebstähle in der Stadt. Wir konnten bisher niemanden fassen. Die Diebe gehen einfach zu geschickt vor.
Die Mistkerle verstehen ihr Handwerk. Ich bin mir sicher, dass es sich um eine organisierte Bande handelt. Es würde mich nicht wundern, wenn es in Korinis eine Diebesgilde gäbe. Finde die Drahtzieher der Bande und bringe sie zur Strecke. Dann werde ich dafür sorgen, dass du bei der Miliz aufgenommen wirst, egal ob du Bürger bist oder nicht. Aber du musst über unsere Abmachung schweigen. Okay. Ich habe eine wichtige... Okay, machen wir das mal. Ich habe eine wichtige Nachricht für Lord Hagen. Nun, du stehst vor einem seiner Männer. Worum geht es? Es geht um ein heiliges Artefakt, das Auge Innos. Das Auge Innos? Ich habe nie davon gehört. Na, okay. Aber das muss nichts heißen. Ja. Wenn es wirklich ein Artefakt gibt, das diesen Namen trägt, wissen sowieso nur die höchsten Mitglieder unseres Ordens etwas darüber. Eben darum muss ich ja mit Lord Hagen selbst reden. Lord Hagen empfängt nur Paladine oder diejenigen, die im Dienst der Paladine stehen. Es ist unter seiner Würde, sich mit Vertretern des gemeinen Volkes abzugeben. Okay. Was machen wir? Wegen der vermissten Leute. Hör bloß auf mit der Geschichte. Ich habe andere Sorgen. Okay, also das kann man bei ihm knicken. Was haben wir jetzt hier noch? Okay, Was mache ich, wenn ich einen der Diebe gefunden habe? Wenn es sich um einen Handlanger handelt, einen Hehler oder einen kleinen Fisch, solltest du dich am besten auf keinen Kampf einlassen. Komm lieber zu mir und erstatte mir Bericht. Ich werde mich dann darum kümmern, dass der Kerl hinter Gitter kommt. Bei einem offenen Kampf könnten die Stadtwachen einschreiten und du wirst keine Gelegenheit haben, ihnen zu erklären, was Sache ist. Außerdem gibt es für jeden schrägen Vogel, den du hinter Gitter bringst, ein Kopfgeld. Wenn du allerdings das Versteck der Drahtzieher findest, nun, dann wirst du vermutlich nicht um einen Kampf herumkommen. Okay, so. Wo fange ich an, nach den Dieben zu suchen? Wenn ich das wüsste, würde ich selber dorthin gehen. Ich kann dir nur so viel sagen. Wir haben vor kurzem das gesamte Hafenviertel auf den Kopf gestellt und nichts, aber auch gar nichts gefunden. Die Leute dort sind auch nicht sehr gesprächig, vor allem nicht, wenn man die Rüstung eines Paladins trägt. Aber du bist von außerhalb. Dir werden sie nicht so schnell misstrauen. Du könntest dich zuerst am Hafen umhören, aber sei vorsichtig. Das Problem ist, Freunde, dass du für die Paladine arbeitest, erfährst du nichts. Dass wir schon viel wissen und dass wir jetzt sie... Eigentlich hätte man hier als Unwissender hingehen müssen, ja, damit einem da jetzt hier nicht die Story groß kaputt gemacht wird, ja. Es tut mir leid, dass ich das jetzt leider nicht so berücksichtigt habe, aber es geht ja auch hauptsächlich meist darum, dass man halt im Flow hier durchkommt, ja. So, Baltram, hier haben wir nichts weiter erstmal. Also jetzt müssten wir rein theoretisch drei Quests haben. Einmal Aufnahme bei der Miliz, bei den Söldnern und bei dem Klo. Kloster. Aufnahme bei dem Kloster haben wir noch nicht. Hey, Gustav, was ist denn da los? So, okay. Aber wir haben zumindest noch ein paar Pfeile mit dabei. Und wir könnten ja mal probieren, ob wir nicht jetzt an diesem Tage, ja, der Tag ist ja noch jung, gucken wir mal kurz. So, wie jung? Ne, hier. 15:24 ist schon relativ spät, aber vielleicht können wir uns den Leuchtturm erkämpfen, denn da weiß ich, dass es da im Bett drinne gab, dann könnten wir nämlich dort unsere Rastposition aufschlagen, dann könnten wir von hier aus in den Ostwald, nicht Ostwald, sondern Ostwald operieren und hier hin und wieder die ganzen Monster erstmal killen und dann wir uns hier zur Ruhe hinlegen und ja, das wäre natürlich eine coole Aktion und wir haben ja jetzt hier unseren super krassen starken Bogen. Ich bin mal gespannt, ob wir damit was reißen. Die haben natürlich auch Bögen, was natürlich jetzt nicht so schön ist, aber... Können wir den nicht einmal treffen? Ja, wenn du deine ganzen Pfeile verballerst, Melters, dann ist es natürlich auch ziemlich praktisch, ja. Das ist jetzt echt blöde. Ich dachte, von hier aus treffen wir die Leute da ohne weiteres, aber nein, tun wir natürlich nicht. Okay. So, dann probieren wir es mal von hier.
Ja, also ich hatte es ja auch mal angesprochen gehabt, wenn man Bogenschießen geskillt hat, dann ist man halt dementsprechend auch ein ziemlich guter... ja, dann hat man eine ziemlich hohe Reichweite und dann ist man halt auch ein ziemlich guter Bogenschütze. Wer hätte es gedacht? So, also einen hätten wir. Ich speichere das mal unter der Nummer 2 ab. Das war natürlich ein bisschen mit Glück. Okay. Also ich glaube, wir brauchen 2 Schüsse. Zwei Schüsse für so jemanden. So, komm mal bitte mit. Komm mal bitte ein Stückchen näher. Ein bisschen näher. Wow. Ja, okay, ich möchte auch nicht sinnlos von diesen Pfeilen getroffen werden, von seinen. Denn der haut natürlich auch bestimmt haut er mit seinem Bogen auch ein bisschen viel Damage raus. So, okay, jetzt haben wir schon 2 von diesen 3 Halunken bezwungen. Ja, das war natürlich nicht so geil. Aber ihr habt mal gesehen, mit einem Schuss hat er uns, sage und schreibe, fast das gesamte Leben runtergeknallt. Ja, okay, jetzt haben wir endlich mal einen Lebensbalken. 3 Pfeile. Wir brauchen 3 kleine Pfeile. Das ist ja gar nichts. 3 Pfeile, um hier so eine super Halunken zu töten. 300 Erfahrungspunkte, ja, also ist ja schon nice. Grober Zweihänder, was hat der hier noch? Ach, der hat da auch noch einen schönen kleinen Bogen und hier... Das ist natürlich geil. Also so wollte ich das auch sehen. Ich dachte mir schon, das war hier so geil, die Leute wegrotzen. Hallo? Okay. Hier ist nichts. Ja, man muss ja immer mal ein bisschen aufpassen, ne? Immer mal ein bisschen aufpassen. Okay, cool. Ey, dann hätten wir das. Dann können wir hier nochmal ratzefatze die Schlafmütze machen. Ja, also dann machen wir hier mal das kleine Dornröschen und dann könnten wir ja zu Jack gehen und sagen, ey, dein Leuchtturm ist wieder dein. Also die Halunken sind weg, aber davor, bevor wir Jack das sagen gehen, machen wir jetzt erstmal hier wirklich die, horchen wir nochmal, warte, erstmal gehen wir hier an die Kiste ran und danach horchen wir hier nochmal am Kissen. So, ich finde es auch praktisch, dass man hier nicht irgendwie gezwungen ist, 8 Stunden zu schlafen, sondern dass man einfach sagen kann, hier bis zum nächsten Morgen pennen, dass man dann auch wirklich, dass der einfach mal so 14 Stunden am Stück pennen kann. Das ist, finde ich, ziemlich nice. Würde ich selber nicht hinkriegen, aber, ja. Man soll sich auch nicht immer mit anderen vergleichen, Meltas. So, hier haben wir noch ein Feldknötrig. Gehen wir mal hier, da unten waren wir ja auch schon. Das hat man ja auch schon gesehen gehabt. Drachenwurzel. Also hier haben wir nochmal, könnten wir uns einen Stärketrank brauen aus der Drachenwurzel. Also hier gibt es nochmal so ein permanentes Kraut für all die Krieger unter euch. Also das sieht ja richtig widerlich aus. Also dieses Skelett mit diesen komischen grünen Gedärm oder was da immer runtergeplatzt ist. Sieht schon echt verdammt widerlich aus. So, hier war der eine Schattenläufer. Den hat man natürlich ja auch schon platt gekriegt.
easy peasy natürlich. Ja, das war ja alles ziemlich einfach. Ja, ich brauchte ja da bloß 430 mal Neulan. Das war ja alles easy. Aber schlussendlich hatten wir das dann auch mit dem Degen hingekriegt gehabt. Jetzt muss ich mal gucken. Ich wollte ja mit euch jetzt hier unter anderem auch die Elite töten. Die Ork-Elite sowie die Knochenmänner. Jetzt hoffe ich bloß, dass es bei Gothic 2 nicht so war wie bei Gothic 1. Ich glaube sogar, dass es das nicht war. Und zwar, hier vorne haben wir noch ein paar Skelette. Bei Gothic 1 musste man wirklich darauf achten, mit was man die Gegner anschlägt. Die waren zum Beispiel immun gegen Stichattacken. Also in dem Falle, ein Stich wäre sozusagen ein Pfeil, der in so einen Knochenkopf reinfliegen würde. Das das war halt auch eine Problematik, die ich damals in Gothic 1 hatte. Okay. Shaun of the Dead hier. Zombies! Kannst du mal hier den... Ja, gesagt, bitte! Ja. Ui. Was suchst du hier? 200 Erfahrungspunkte. Also hier kann man so richtig schön in dem Ostwald kann man so richtig schön Erfahrungspunkte sammeln. So. Okay, das waren jetzt hier die leichtesten Gegner. So, da vorne ist auch ein Warg. Nicht zu plündern. Aber hier hätten wir schon Probleme, weil hier kommt man eigentlich relativ einfach hoch. Ich wette, der Warg kann hier sogar die Schräge hochlaufen. Deswegen müssen wir mal gucken. Wir müssen jetzt mal gucken. Gleich höre ich doch hier jemanden seine Waffe ziehen. Yes! Okay. Warg war easy. Hallo? Wo ist denn jetzt hier die Ork-Elite hin? Ah, da vorne ist sie. Oh oh. Oh oh. Oh oh. So. Ja, das Problem ist jetzt echt, wie kriegt man die Ork-Elite am besten hier zu dem Warg hingezogen? Denn wir müssen wissen... Die Ork-Elite ist ja jetzt nicht nur so eine dumme Kreatur, wie man sie jetzt so behaupten würde. Okay, ja doch, behaupte ich jetzt einfach trotzdem weiter. Hey. Hör dir auf, am Arsch rumzukratzen hier. So, sondern sie ist eine humanoide Kreatur. Okay, das heißt jetzt nicht, dass sie viel schlauer ist, aber das heißt zumindest für uns, dass diese Kreatur hier auch solche... Ja... solche Gefilde hochkraxeln kann. Also das ist für die auch ein einfaches, einfach dort mal sich hochzuziehen. War jetzt für mich leider nicht so aha, okay. Ui. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir sie hier hingezogen bekommen. Weil dahingehend sind sie wirklich dumm. Komm her! Traue dich! Ach du Scheiße, jetzt hängt er das Vieh dort vorne. Mit seinen Moonboots, okay. Ey, das war doch geil, oder? Nein! Das war nicht geil. Das war überhaupt gar nicht geil. Ach Freunde, ja, so fängt's... Wenn wir das Vieh gekillt haben, dann haben wir's durch. Ah, das ist hier falsch. Da wollten wir hin. Wenn wir das Vieh gekillt haben, das ist wirklich nämlich das stärkste und letzte Vieh, was wir hier wirklich bloß noch töten müssen, was problematisch sein könnte. So, hier haben wir noch einen Pfeil, den nehmen wir mit.
nichts zu plündern. So. Ich wette nämlich, die Skelette hier vorne, das sind zwei Stück an der Zahl, die sind jetzt selbst auch noch nicht mal so problematisch. Warte mal, ich schleiche mir mal ein bisschen rein, ja. Oh. Ja, so. What the f... Feieieiei. Also das hat mich jetzt schon wieder verwundert. Ja, das war hier bei Skeletten das Problem haben, dass wir uns an die schon mal nicht ranschleichen können. Wieso nicht? Was macht Skelette so besonders? Oh. Oh oh. Oh oh, oh oh. Oh! Okay. Okay. Ja, also manchmal ist das hier bei Gothic wirklich so die Sache. Man muss einfach probieren. Einfach so lange probieren, bis es irgendwann klappt. Okay, Orkelite. Wäre nice, wenn ich die jetzt auch in dem Zusammenhang mit kill. So. Auch wenn ich jetzt gerade Schiss bekomme, dass das eine Skelette abgehauen ist. Dass es jetzt nicht von der Seite auf uns einschlägt, hoffe ich doch zumindest. Oh, oh, doch. Ja, ich habe gerade voll ein wenig Angst. Hallo? Hallo? Ich glaube, für die Orkelite gibt es sogar satte 500 Erfahrungspunkte. Ich bin mir aber unsicher. Oder 350. Ah, 350 kann natürlich auch sein. Ach, Gnarf, Alter. Fuck off. Ja, Freunde. Ich habe jetzt schon ungefähr 6 Tage nicht mehr Gothic gespielt. Das ist schon, das merkt man schon. Das merkt man schon. Das ist echt so eine Sache. Leider traurig. Oh. Ich wollte mich jetzt einfach da diesen komischen Galgenbaum hochziehen, aber das geht leider natürlich auch nicht. Ja. Ja, bitte. Ja, keilt euch dort. Keilt euch. Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Hey, wo ist das andere? Eins hing uns doch direkt am Hintern. Hallo? Bist du da unten? Hallo? Hallo? Ja, da ist es. Alter, komm! Treff das Kack-Skelett. Nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Also ich glaube, das hängt wirklich damit zusammen. Also eine Rüstung haben die ja nicht wirklich an, ja? Ich möchte gegen irgendwelche Bestien wieder kämpfen, ja, gegen Varge. Stufenaufstieg. So, speichern. Was ist denn das hier? Jetzt der Pfeiler abgestumpft durch den Boden oder was? Komm! Und nochmal! Und nochmal! Also ein Level-Up haben wir schon mal. Das ist geil. Ja, also... Ja, na bitte. So. Das ist schon mal ziemlich nice. So, hier haben wir das Ding. Der Zweier ist da runtergerutscht.
So, die Orkelite, die müssen wir uns immer noch dort irgendwo hin, irgendwo herfischen. So, Moment, Moment, Moment. Ich guck mal jetzt hier nochmal um die Bäumchen, ob wir hier vielleicht noch irgendwo ein paar Kräuterchen aufnehmen können. So, der Friedhof oder was auch immer das hier darstellen soll, der ist dann dementsprechend schon sauber. Ich glaube, hier kommt man noch gar nicht hoch. Nee, hier kommt man nicht hoch. Sonst würde er nämlich versuchen... Ja, doch. Okay. Also mit... Man könnte doch versuchen, von hier aus irgendwo sich so einen Punkt zu ergattern, von dem man dann einfach runterschießt. Okay, es würde natürlich auch gehen. So. So. Oh, yeah. Okay, da sind schon wieder ein paar Waage. Das ist aber auch gar kein Problem, ja. Waage, drei Schüsse. Down sind sie. Ja, okay, aber dann sollte man trotzdem beachten, dass das, wenn es mehrere Waage sind, dass man dann halt auch mehr als einmal schießen kann. Warte mal. Da vorne sind die Steine der Hoffnung. Die Steine der Hoffnung. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Alter, what? Ich muss mich jetzt erstmal wieder damit auseinandersetzen, wie man denn am besten mit dieser Akrobatik springt. Aber ja, okay. Wenn ich nichts angebe. Dann passt das. Also ich darf jetzt bloß nicht. Alter, what? So, okay. Also ich glaube mal, die Waage sind schon geiler. Ja, also von Preis-Leistungs-Verhältnis sind sie schon geiler als so ein Scheiß-Skelett, ja. Für so ein Skelett kriegt man zwar auch 300 Erfahrungspunkte, aber ernsthaft, hier. Bei so einem Skelett braucht man 300 Pfeile, bei dem Waagen 3. Also das ist natürlich... Da sind mir die Skelette... Ja, die können mir am Arsch vorbei. So also ein Waag ist was Feineres. Erst recht, wenn man ja da ein Fell rausbekommt und dann kann man das halt im Bossball dann auch in die Hand drücken. Aber das werden wir natürlich dann alles noch zu seiner gegebenen Zeit machen. So. Okay, ich hatte euch ja hier auch das schon mal gesagt gehabt. Am besten hier im Ostwald kann ich immer empfehlen, wenn ihr hier noch nie wart, ja, oder wenn ihr hier schon eine lange Zeit nicht mehr wart, so wie ich, dann nehmt euch am besten wirklich einen Bogen oder irgendeine Fernkampfwaffe. Um abzuchecken, ob hier irgendwo eine Kreatur ist, die euch ans Fell kacken kann. So, also das wäre der erste Wag. Der zweite ist dort unten. Einmal, zwei, hopp. Müssen wir uns mal leicht drehen! Drehen! Wow! Scheiße. Fuck! Meine Güte. Das war jetzt echt uncool. Ey, Mann, das war voll uncool. Halt, Moment. Hä? War das das richtige? Nee, das war das falsche. Oh, jetzt nehme ich hier sogar das falsche Safe Game. Ey, was fällt mir ein? Was fällt mir ein? So. Aber das, was ich sagen wollte, ist, hier in dem Ostwald, wenn man eh die Hand vor lauter Bäumen nicht sieht, ne? Dann sollte man doch gucken, ob man nicht vielleicht sich das ein bisschen durch das Auto-Target erleichtern kann. Die Überraschung, von wegen, dass dort halt dann auf einmal eine Kreatur um die Ecke gerannt kommt. Die man davor leider noch nicht gesehen hatte. Und Baum! So, das ist down, das Vieh. So, hier auch nochmal alles mitnehmen. Halt, Moment, hier die Blutfliege. Wupp! Ja, okay. Ich
Ich sag jetzt mal, die Blutfliege ist jetzt nicht das größte Ziel und Opfer und ja, okay, ein Opfer schon, aber das ist halt nicht die größte Bedrohung, ja. Also hier haben wir schon so ganz anderes gesehen, genauso wie diese zwei Orks, die dort noch abhängen. Oh Gott, das sind aber Ork-Krieger, das sind jetzt hier keine Elite oder sonst was. Das sind nur zwei Ork-Krieger. Die kriegen wir ja auch, wenn wir gerade Langeweile haben, dann kriegen wir die ja natürlich um Nahkampf. Alter, schaut euch an, wie viel Leben wir den abziehen. Das ist doch zumindest mehr als bei irgendwelchen anderen. Oh je. Komm. Nein! Nein! Yes! Oh, bei irgendwelchen Scheißkreaturen, ja. Also, May, Gusta, so sollte das sein. So sollte das sein. Auch wenn wir natürlich jetzt ein bisschen was an Schaden gefressen haben, aber das ist mir jetzt egal. Jetzt nehmen wir noch ein Tränkchen und hier haben wir auch noch eins. Alter, jetzt haben wir schon wieder 100 Pfeile verbraten. 100 Pfeilchen. Meine Güte. Halt, Moment, wo haben wir die zweite Axt? Ist die jetzt hier runtergeslidet? Hm. Ist ja auch Wurst. Die sind eh nichts wert. Oder? Hier, komm, komm. Nee, 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 nee. Hier. Nee, 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 nee. Okay, haben wir nichts. Dann eben nicht. Ja, wenn die uns schon nichts geben wollen, dann ist es eben so. Okay, jetzt gehen wir hier nochmal auf. Okay, da sind Waage wieder. Ach, Kacke. Da sind Warge. Da ist auch noch ein Warg. Ja, also das ist dann wirklich die letzte Sache, die wir dann machen werden. Wir werden dann einfach mal durch den Ostwald gehen mit einer gezogenen Fernkampfwaffe. Und dann mal gucken, ob wir hier vielleicht noch irgendwo ein Monster sehen. Also wenn man natürlich dann hier so durch die Gegend gehen kann, ohne dass man hier irgendwo einen Namen angezeigt bekommt, dann hat man den Wald gesäubert, dann hat man ihn wirklich geklärt. Aber das ist halt dann wirklich das Problem, dass der so verworren ist. Dass man sich hier schlecht orientieren kann, wo man gerade ist. Okay, diesen Küstenabschnitt, den kennen wir ja. Hier hatten wir ja die ganzen Snapper getötet. Upp. So. Laufen wir mal weiter. Okay. Hier hatten wir ja die ganzen Snapper getötet und so weiter und so fort. Ja. Jetzt können wir das ja auch so laschenhaft machen, ja. Also wir können jetzt natürlich das so wie bei Titan Quest machen. Jetzt laufen wir hier einfach diesen Bergpass so entlang. Also den Hängen, dass man halt eine Abgrenzung hat, wie beim Puzzeln. Ja. Dass man sagt, okay, ja, hier, das ist halt jetzt, das ist jetzt halt erstmal die Grenze. Weil hier hinten die Klippe, sieht man ja, hier ist nichts weiter. Hier sind wir ja alles abgegangen. So, dann gehen wir jetzt hier einfach mal an einer Mauer entlang. Rein theoretisch, wenn wir jetzt mal auf die Karte gucken, müsste dann da ein Bergaufweg sein. Ja, da sehen wir den auch schon rechts ganz leicht so schimmernd neben den buschigen Baum. So. Ja, okay, aber welcher der buschigen Bäume soll das sein, ja? So. Und bis zu dem Weg wollen wir nämlich laufen. Weil dieser Weg, der führt uns nämlich dann dort zu dem Bergpass in Richtung des schwarzen Trolls. Und da wollen wir ja, da wissen wir ja erstmal beim Troll, brauchen wir jetzt erstmal nicht hinlaufen. Ja, okay. Nicht, da so. Ist nichts zu holen. Also ich muss mal sagen, das war ja ziemlich nice, wie wir hier gerade die Warane geplättet haben. So. So, da war noch ein Pfeil. Ich weiß auch nicht, wieso hier so ein Bug vorherrschend ist, der einem einfach mal irgendwie die Pfeile verlieren lässt, ja, also das ist mir schon zweimal aufgefallen, dass man halt diese Pfeile,
wenn man jetzt irgendwie die Waffe wegstecken möchte, beispielsweise, ja, dass der dann einfach mal den Pfeil auch irgendwie fallen lässt. Dass er zwar dann den Bogen auf dem Rücken knallt, aber dass er dann halt den Pfeil, den er gerade in der Hand hat, einfach auch mal fallen lässt, ja. Und dann ist das natürlich auch schade um den Pfeil. Das ist jetzt zwar nur, das ist jetzt lachhaft. Ein Pfeil, was ist ein Pfeil? Aber trotzdem, es geht ums Prinzip. Wenn wir natürlich High Skillet wären, dann wäre ein Pfeil ein Toter, sozusagen. Okay, dann müsste uns das sogar noch egaler sein. Wenn wir mit einem Pfeil jemanden töten können. Also ich frage mich, was hier passiert ist. So ein richtig mieser Überfall. Ob das die Warane waren, aber dann frage ich mich, warum die Leichen dampfen. Feuerwarane wahrscheinlich. So, Haufen Bolzen. Aber nun gut. So, hier haben wir auch noch einen Pfeil. Ah ja, okay, genau. Hier ist die eine Höhle. Und in dieser Höhle findet man nämlich... Oh, dann yes, das möchte ich jetzt nicht spoilern. Ach komm. Da wollen wir doch jetzt einfach mal hier... zuschlagen. So. Und zwar... Nehme ich jetzt einfach mal hier die Fackel. Kann ich eigentlich die Fackel auch mit einer Nummer titulieren? Nee, das geht leider nicht. Schade. So, also hier haben wir erstmal nichts hinter den ganzen Fässern. Also das wäre jetzt hier erstmal so eine Winde. Ja, okay, eine Winde. Das sieht ja schon mal ziemlich vielversprechend aus. Und hier ist ein Skelett davor. So, bei der Winde, da müsste eigentlich dastehen, sie klemmt. Aber... wir haben sie aufgemacht und einige werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, wie hast du das hingekriegt? Das macht man, indem man, wir hatten gerade, habe ich das noch? Hier, genau. Das wird dadurch nicht verbraucht, aber man braucht dafür Mollerat Fat. Ja? Mit dem Mollerat Fat kann man dann halt diese Winde öffnen. Ja, denn wie schon gesagt, das Ding... Da steht sonst eigentlich, die Winde klemmt. Und man muss halt ein Mittel finden, wie man diese Winde entklemmen kann, sozusagen, und halt dann bewegen kann. Und das ist dann halt dadurch geschuldet, indem man dann einfach mal eine dicke, fette Ladung Schmalz drauf knallt und dann passt das Ding auch, ja. Bisschen Mollerat-Schmalz. Okay. Haufen Wacholder, also das ist hier so eine Schnapsbrennerei anscheinend gewesen, so eine illegale. Ja, drei Pfeile, 54 Gold, super. Rechts, rechts, links, links. Ah, rechts, rechts, links, rechts, 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 links, rechts, links. Okay. Super, jetzt haben wir nochmal Pech und nochmal 350 Gold. Also sollte jemand von euch Knete brauchen, dann sollte er sich am besten das Mollerat Fett für 10 Gold kaufen. Ja, das kriegt man bei diesem Martin am Hafen. Dieser Milizsoldat. Und dann kann man sich hier natürlich die 350 Gold holen. Ist natürlich eine gute Angelegenheit, genauso wie diese Winde zu entklemmen, ja. Dafür kriegt man ja auch nochmal satte 400 Erfahrungspunkte, was ich ein bisschen überpowered finde. Aber okay, könnte man natürlich so verstehen als indirekte Aufgabe, ja, von wegen, finde eine Möglichkeit, die Winde zu entklemmen, ja, und ja, okay, wenn man es so sieht, gerechtfertigt. Also so kann es weitergehen, ja. Also so möchte ich auch Waage töten. Da fühle ich mich wie so ein NPC, echt. Aber das werden wir natürlich auch hinkriegen. Denn mein Plan sieht aus, dass wir bis auf 70 Bogenschießkunst gehen. Also 70% Bogenschießkunst. Denn mit Tafeln, Steintafeln und so weiter und so fort, bekommt man nämlich, ich glaube... dass es 30 Punkte waren, sodass wir auf 100% von Bogenschießen sind
Und ja, das war mit 100% kritten wir immer. 100% Crit-Chance hätten wir dann. Wir sind dann unter anderem Großmeister, können halt maximal weit schießen. Unsere Pfeile treffen so gut wie immer, wenn die Gegner nicht gerade hinter irgendeinem Scheiß stehen, ja. Hinter irgendeinem Stein oder sonst einem Murks. So, dann treffen wir die Gegner immer. Okay, wo laufe ich jetzt hier gerade wieder lang? Das ist echt so eine Frage. Hier ist nämlich der Bergpass, aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, wieso ich dem dann gleich den Rücken gekehrt habe. Vielleicht, weil ich da Waage gesehen hatte. Aber ich muss mich jetzt erstmal wieder damit auseinander oder damit abfinden, dass wir doch die Waage easy peasy töten können. Wah! Ja. Genau. Waffe ziehen und dann da hochklettern. Denn hätte ich da oben die Waffe gezogen, dann wären wir natürlich blind links nach hinten umgekippt. So. Eins, zwei, drei. Und eins, eins. Ey! Eins, zwei, drei. Bitte, drei, geht doch. So. Gut. Ja, ich weiß, das war wieder Verschwendung. Bloß weil ich zu ungeduldig war, zu warten, bis er genau anvisiert hat. Ja, ich weiß. Das ist dann halt immer ein bisschen Verschwendung. Aber hier wäre dann der Bergpass. Können wir ja mal gucken, wo wir uns jetzt befinden. Jetzt befinden wir uns hier. Ich würde mal sagen, wir gehen aber trotzdem erstmal auf dieses Plateau, auf diese Anhöhe hier rechts neben uns und gucken uns hier mal diese schöne Textur an. Sieht ziemlich geil aus. So. Ja, das ist jetzt hier nicht für die Ewigkeit gemacht. Also hier sollte man natürlich auch nicht so viel Zeit drinne an dieser Wand zumindest verschwenden, ja, weil das ist jetzt hier, das ist der Ostwald. Da haben eigentlich immer alle drum gemunkelt, von wegen, dass man nicht in den Ostwald gehen sollte, weil da Kreaturen sind, die böse sind, ja, ganz, ganz böse sind. Man sollte hier eigentlich im ersten Kapitel nicht rumhüpfen, ja. Aber wir machen es trotzdem, weil wir brauchen Erfahrungspunkte. Wir sind jung und brauchen die Erfahrung, ja. So. Jetzt wandern wir mal hier oben weiter. Ich bin mir jetzt unsicher, wo wir jetzt hier rauskommen. Ah, okay, hier unten ist dann Arkils Hof. Ja, okay. Ob wir hier noch was finden, weil man muss immer aufpassen. Bei den Programmierern vom Piranha-Bytes-Team, also aus dem Piranha-Bytes-Team, die sind halt schon ein bisschen fies, sind die, ja? Die sind schon ein bisschen fies, ja? Da muss man echt aufpassen. Ja, ich glaube hier, wenn man hier rüber geklettert ist, da kam man dann in Richtung des Klosters. Ja, genau. Dann konnte man hier auf die Kapelle gehen oder so. Aber hier hat sich nirgendwo was versteckt. Ich bin das schon alles mal abgelaufen. Das Problem ist, es fällt mir dann immer nur wieder ein, wenn ich dann nochmal dran vorbeigelaufen bin. So. Aber dann habe ich euch hier zumindest erstmal alles gezeigt, sodass ihr dann nicht sagt, oh ja, da hinten lag wahrscheinlich noch über die Leiche und so mit Haufen krassen Zaubern und ein Amulett, was dir 34.000 Stärke gibt. Und wenn deine Stärke erhöht ist, dann machst du natürlich auch viel mehr Nahkampfschaden. Dann kannst du mit deinem Meisterding auch mehr reißen. Ja, ist richtig, aber nee. In dem Fall habe ich euch das hier gezeigt. Hier ist keine Leiche oder sonst ähnliches. Hier sind bloß ein paar dekorativ gesetzte Sträucher, ein paar Bäumchen. Sonst eigentlich nichts weiter. So, und mit anderen Worten, jetzt können wir hier wieder runtergehen. Ja, von diesem Steinkreis unter anderem aus. Also jetzt gucke ich nochmal. 13.20 Uhr, ja, das passt ja super, ja. So, früher Nachmittag. Dann können wir jetzt wirklich hier schon mal loswandern, weil da hatten wir ja noch ein paar Rechnungen offen mit ein paar Wargen, wenn ich mir das noch so richtig in Erinnerung halte. Jetzt muss ich mal schauen. Hallo? Jetzt laufe ich hier wahrscheinlich gleich wieder in so einen Rudel rein. Hallo? 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 So. Okay, also, lokalisieren.
Jetzt müssen wir laufen jetzt diesseits des Hügels, also oder der Klippe, sagen wir mal hier der Steilklippe einfach mal entlang. So, und gehen jetzt bis zur Arkirzhof. Dann hätten wir nämlich den einmal komplett umrundet. So. Also den Ostwald meine ich jetzt nicht. Arkirzhof, den hatten wir ja schon vor, keine Ahnung, 12 Folgen einmal komplett umrundet gehabt. Das sind ja 3. Wären es 2 gewesen? Ui, 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 ui. Meine Güte! Alter! Alter, Walter! Der sollte doch einfach nur zurückhüpfen und dann da hochklettern. Der kleine Friemelkackra hier. Oh oh. Hui! Nein. Scheiße, meine Güte. Ah, da fehlt immer noch ein bisschen Geschick. Also jetzt nicht von den Stats her, sondern von meinem Skill her. Hä? Ah, okay. Ja, ich wollte gerade mal überprüfen, ob wir hier überhaupt hochkamen. Aber na klar, ich hab's ja auf Video. Videobeweis. Alter, ich hab voll Videobeweis und so. Oh oh. Und. Ah ja! Yes, Baby! Haha! Hart am Limit. So. Ey, Arschloch. Fang den Pfeil. So. Okay. So, komm. Yes. Und der nächste, komm. Und. Hurry up. Hurry up. Hurry up. Komm, den dritten kriegst du auch noch. Hallo? Hallo? So, voll in den Rücken geschossen. Also hätte er diesen Pfeil überlebt, dann wäre er querschnittsgelähmt gewesen. Zum Glück ist er gestorben. Wir mussten ihn einschläfern. Er ist wild geworden, er hatte Tollwut, er hatte Schaum am Mund. Und deswegen mussten wir ihn töten.